Dieses Mädchen öffnet nervös ihre Kleidung, nur um festzustellen, dass sie ein großes Loch in ihrer Brust hat. Sie hat solche Angst, dass sie sofort ins Krankenhaus eilt. Aber sie hat nicht erwartet, dass sich ihre Beine in Holzstäbe verwandeln würden. Während ihre Unterwäsche langsam abrutscht, wird ihr Körper zu einem Holzbrett. Das Mädchen hat Schwierigkeiten zu laufen. Sie fühlt sich hoffnungslos und die Leute starren sie nur an, anstatt ihr zu helfen. Kurz darauf verwandeln sich auch ihre Hände in Holzstäbe. Bei Einbruch der Dunkelheit ist Lisa zu einem Holzstuhl geworden. Nur noch die Kleidung auf dem Stuhl erinnert daran, dass sie vor kurzem noch ein Mensch war. Dann kommt ein junger Mann vorbei und nimmt den Stuhl mit nach Hause. Am nächsten Tag sitzt er vor dem Computer, während Lisa ihn von hinten beobachtet. Mike spürt, dass etwas nicht stimmt und dreht sich um, aber er sieht nur die Lehne vom Holzstuhl. Immer wenn Mike das Haus verlässt, kehrt das Mädchen vom Stuhl in ihren normalen Zustand zurück. Sie trägt sogar das Hemd von Mike, um seine Wohnung zu putzen, und wenn sie müde ist, schläft sie einfach in seinem Bett. Als Mike zurückkommt, erwischt er Lisa beim Duschen. Er entdeckt den Stuhl in der Badewanne, aber er denkt sich nichts dabei und wischt ihn einfach mit einem Handtuch ab.